Hallo, heute machen wir einen Samsung Galaxy S2 Plus Check. Und ja, ich fange mal zum Erklären an. Hier haben wir das gute Stück, das Samsung Galaxy S2 Plus, mit einer 8-Megapixel-Kamera mit einem LED-Flash. Ich persönlich finde, man braucht eigentlich nicht mehr als die 8-Megapixel-Kamera, denn so beim neuen Samsung Galaxy S5 ist, glaube ich, eine 16-Megapixel-Kamera verbaut. Und es ist im Prinzip immer die gleiche Auflösung, nur dass man mit einer 16-Megapixel-Kamera ein größeres Bild, wenn man es ausdrucken möchte, haben kann. Ja, vorne haben wir das Super AMOLED-Display, den Home-Button hier, dann die Controls und eine Frontkamera. Ja, es ist handlich praktisch, es liegt gut in der Hand und es ist leicht. Ja, und dann gebe ich jetzt einmal an Sabi weiter und sie wird den restlichen Test weitermachen. So, ja, ich werde jetzt einfach mal das gute Stück einschalten. Hinten hat übrigens auch noch also Lautsprecher bzw. so Hörer. Unten zum Kabel einstecken ist eigentlich auch sehr gut. Mikro hat es dabei und oben für Kopfhörer, ja. Jetzt werde ich es mal einschalten. Man muss halt hier auf der Seite lang drauf drücken. So, ja. Also Samsung Galaxy S2 Plus, ja. Finde ich eigentlich auch sehr praktisch. Liegt gut in der Hand, wie Kevin gesagt hat. So, ja, jetzt kommt wie immer dieser Vorspann von Samsung. Werbung machen und so weiter. Und das dauert jetzt halt, und damit einem nicht so langweilig wird beim Zugucken, fängt das irgendwie so an zu blinken. Also einmal blau, einmal wieder nicht. So, jetzt erscheinen hier auch schon die Tasten. Hier. Wie gesagt, das ist die Zurücktaste, das ist die Hauptmenü-Taste und das ist die Einstellungstaste. So, den PIN-Code, den werde ich euch jetzt nicht zeigen, aber er ist nicht so schwierig. Okay, SIM-Karte wird entsperrt. Gut, so jetzt haben wir mal, am Anfang haben wir leider kein Netz, aber das geht, ja, und jetzt haben wir schon wieder Netz. Also fangen wir mal mit dem Hauptmenü an. Hier kann man Spiele und so weiter. Man kann so viele Seiten machen, wie man will eigentlich. Nein, ich glaube, die Hauptanzahl ist 7 Seiten, weil hier die erste, zweite, dritte, man braucht eigentlich nicht alle. Man hat das halt aufgeteilt. Hier ist übrigens das Hauptmenü. Und ja, hier hat man halt so innen drin die ganz normalen Sachen. YouTube und das Ganze ist eigentlich auch ganz cool. Was mir noch gut gefällt beim, wie soll ich sagen, System-Update, kommt dann ein neues Programm dazu, sage ich mal so, dass das Video habt, da kann man selbst Videos und so anschauen und da muss man halt die E-Mail-Adresse und so eingeben, ja. Dann so wie Taschenrechner, Play Store und natürlich auch die S-Voice, die beliebte S-Voice. Ist so ähnlich wie Siri. Und ja, dann zeige ich euch jetzt. Hallo! Boah, die ist jetzt voll hoch. Warum? Hallo. Hallo. Aha. Wie geht es dir? Manche Sachen versteht sie natürlich nicht. Danke. Wie die Siri, aber ja. Also der größte Teil ist eigentlich so wie beim iPhone. Also von der Siri her, gell? Also wie gesagt, S-Planer ist halt der Kalender und so. Taschenrechner, Play Store ist alles vorhanden. Diese Spiele-App ist vorhanden. Telering oder was halt immer ihr für einen Anbieter habt, ist vorhanden. UKW, Radio ist vorhanden, Uhr ist vorhanden, bla bla bla. Und das sind noch sehr vieles vorhanden, ja. Also der Speicher, ich weiß gar nicht, wie viel Speicherplatz ich jetzt habe. Ich denke 16 GB, oder? Ich hoffe es doch. Ja, also dieses Memo. Das ist eigentlich auch sehr cool, das da kann man halt Notizen und sowas machen. Und ja.